Hey, mein Lieber, was ist deine Meinung zu einem CO2-System in einem 60-Liter-Becken? Meine Meinung prinzipiell ist, das heißt meine Meinung, eine Tatsache ist einfach, dass CO2 der mit weitem, weitem, weitem Abstand wichtigste Nährstoff für Pflanzen CO2 ist. Ja, also das ist der mit weitem Abstand wichtigste Nährstoff. Weil Pflanzen bestehen zu etwa 45% in der Trockenmasse, ja, also getrocknete Pflanzenmasse bestehen zu etwa 45%, also fast die Hälfte der Pflanze besteht aus Kohlenstoff. Ja, und dieser Kohlenstoff, den können Pflanzen nur in Form von CO2 aufnehmen. Ja, also ohne CO2 kein Pflanzenwuchs. Ja, und dann kommt es natürlich darauf an, wie viel CO2 habe ich denn im Becken? Ja, du kriegst ja natürlich durch die Fische, durch die Diffusion über die Wasseroberfläche kommt natürlich auch aus der Umgebungsluft CO2 ins Aquarium. Natürlich auch ein bisschen über das Futter, über die Abbauprozesse kommt natürlich auch ein bisschen CO2 rein. Aber letztendlich kommt es darauf an, wie viele Pflanzen habe ich, wie schnell wachsen meine Pflanzen, wie viel Pflanzenmasse wird produziert. Ja? Wenn das, was ins Aquarium eindiffundiert, oder wenn ich mit einem Ausströmerstein arbeite oder mit einem Luftantrieb, was da ins Aquarium an Umgebungs-CO2 eingewaschen wird, wenn das für meine Pflanzen ausreichend ist, ja, also dann brauche ich kein zusätzliches CO2. Ja, CO2 wird dann ein Problem, wenn es zum Mangel wird, in Mangel kommt. Ja, also da kommt ganz natürlich kommt aus der Umgebungsluft CO2 ins Wasser. Ganz natürliche Angelegenheit. Nachts produzieren Pflanzen selbst CO2. Fische und andere Tiere produzieren den ganzen Tag rundherum CO2. Ja, und wie gesagt, es kommt letztendlich auf dein Aquarium selbst an. Ja, ob du CO2 zufügen musst oder nicht. Legst du auf einen guten Pflanzenwuchs Wert und hast viele schnellwüchsige Pflanzen drin, dann kann ich nur sagen, dein Becken braucht mit ziemlich großer Sicherheit eine CO2-Zufuhr. Ja, also eine externe CO2-Zufuhr. Aber halt nicht in den Mengen, die halt häufig im Aquascaping empfohlen werden, ja, 20 Milligramm, 30 Milligramm pro Liter. Ja, solche Mengen braucht kein Aquarium. Ja, auch Aquascapes brauchen nicht so viel CO2. Aber es sollte zumindest etwas zugefügt werden, dass es nicht in Mangel kommt. Ne? Ja, und deswegen gibt es bei mir ja hoffentlich jetzt endlich bald mein CO2-Dauertestlösung für 10 Milligramm CO2 im Wasser. Ja? Ich hoffe bald.